Christian. Encik nak balik penyu. Hei, apa kamu buat? Polis tu. Herzlich willkommen. Selamat datang. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich auch. Jeder versucht zu überleben. Irgendwie. Komm. Ich war ziemlich überrascht, als du angerufen hast. Sei ehrlich, du bist nicht zufällig hier. Ich wollte mir Malaysia schon immer mal anschauen. Und ich dachte mir, die Gelegenheit ist günstig. Finde ich gut. Ocean Turtle Resort. Willkommen in meinem Reich. Hast du vielleicht Lust, nachher zur Beachparty zu kommen? Das ist aber was ganz anderes als deine Surfbude von früher. Und das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Du kennst mich. Das ist aber nett von dir. Den hier musst du versuchen. Cheers. Cheers. Oh. Der hier? Oh. Oh. Hörst du das? Oh. Komm, reg dich nicht auf. Das muss aufhören. Es tut mir leid, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Ist klar. Was machst du da auf dem Boot? Hi. Du musst Johann sein. Ich bin Tom. Hat Grube dir Bescheid gesagt? Der Boss meint, ich könnte eine Menge von dir lernen. Du musst mir erstmal was beibringen. Ich kenne das Tauchrevier noch nicht. Und mein Malaysisch ist ja unterentwickelt im Vergleich zu deinem Deutsch. Meine Tante spricht immer Deutsch mit mir. Sie hat auf einer deutschen Universität studiert. Aha. Ist alles okay? Ja, der Lungenautomat könnte mal wieder überprüft werden. Das ist echt deutsch, Mann. Lieber deutsch als tot. Also, hast du Lust? Ich würde gerne mal das Revier abtauchen, bevor ich mit den Gästen rausfahre. Sicher, aber der Boss möchte dich vorher sehen. Gehen wir. Ich will nicht, dass diese Madame meinen Betrieb länger stört. Das ist mir egal, wofür bezahle ich Sie? Also, halten Sie mich auf dem Laufenden. Entschuldige. Du hast ja noch einiges vor. Allerdings. Sie können da nicht rein. Ich konnte Sie nicht aufhalten. Never mind. Ich habe gerade mit meinem Anwalt telefoniert. Aber wie ich sehe, bringen Sie mir mein Eigentum freiwillig zurück. Diese Strandpartys müssen aufhören.
Während der Brutzeiten haben Sie sich an die behördlichen Auflagen zu halten. Wenn die Partys nicht aufhören, werde ich die Polizei anrufen und Anzeige erstatten. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Wer war das? Irgendeine Ökotante, die versucht, mir Ärger zu machen. Vergiss es. Warum ich dich hergebeten habe? Hier ist dein Arbeitsvertrag. Lies ihn dir in Ruhe durch. Brauche ich nicht, darf ich? Perfekt. Ein Mann der schnellen Entschlüsse. Passt in unser Team. Dann haben wir hier links die Boutique. Und hier gegenüber. Schön hier. Tom? Wusstest du das hier? Warum hast du mir nichts gesagt? Ich dachte, du wüsstest, dass sie kommen. Nee. Haben wir nicht gestern drüber gesprochen? Im Auto? Ist ja auch egal. Komm. Tja, herzlich willkommen im Ocean Turtle Resort. Du bist ja groß geworden, aber an mich erinnerst du dich nicht mehr. Naja. Kai? Peter? Schön, dass ihr da seid. Was denn los? Das ist mein Bruder, also dein Onkel Thomas. Dein Rumtreiberbruder? Hi, freut mich. Ich bin Sina. Ich hab dann so 15 Geburtstagsgeschenke gut. Der ist ja schreck drauf. Du hast es gewusst, oder? Woher sollte ich? Gruber hat mir nichts gesagt. Und was sollten denn deine ganzen komischen Andeutungen in den letzten Wochen? Alten Ballast abwerfen? Neustart? Das bezog sich auf uns. Unsere Ehe, unsere Familie. Ja, warum hätte ich dir denn verschweigen sollen, dass Tom hier ist? Wo soll ich das wissen? Ich hab's aufgegeben, dich verstehen zu wollen. Wir hatten ein hartes Jahr, aber ab jetzt wird es besser, versprochen. Willst du nicht nachschauen? Bestimmt die Firma. Wir gehen Tom aus dem Weg, die Anlage ist groß. Das klappt doch nicht. Die letzten 18 Jahre hat das auch geklappt. Bad ist frei. Magst du? Ja. Und? Ich habe keinen Bock auf dysfunktionale Familie und gemeinsame Therapie und so. Frag mal, wer auch nicht. Die Hälfte meiner Klasse macht das. Die meisten Eltern lassen sich trotzdem scheiden. Wir nicht. Sag deiner Mutter, dass ich zu Gruber gehe. Bin ich jetzt deine Sekretärin oder was? Bitte. Ja. Was hätte ich denn tun sollen? Tom taucht aus dem Nichts auf, bittet mich um einen Job. Ich dachte, ihr hättet das abgesprochen. Ja, vielleicht ist es ja wirklich ein Wink des Schicksals. So wie es aussieht, ist es die letzte Chance, uns in diesem Leben miteinander zu versöhnen. Thank you, Seifo. You're welcome. Du ziehst deinen Plan durch? Klar, ich habe absolut keine Alternative. Geld hast du genügend dabei? Ha. Kann es jemals genug sein? Wahrscheinlich nicht. Die Pässe sind teurer geworden. Wieso das denn? Was weiß ich, der Typ will jetzt mehr Geld. Dafür ist die Qualität erstklassig. Und wann sind sie fertig? Da sage ich dir Bescheid. Schau, hier ist unser Haus. Und da ist gleich der Strand. Boah, das ist ja super schön. Ich wäre trotzdem lieber bei euch. Wann ist deine Party? Samstagnacht. Was denn? Deine Eltern haben mir das erlaubt? Die sind nicht da. Meine würden es nie. Was machst du da? Ich gratuliere Caro zum Geburtstag. Ah. Herzlichen Glückwunsch, Caro. Lässt du mich mal mit meiner Tochter reden? Natürlich. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit. Ich melde mich später nochmal. Darf ich jetzt nicht mal mehr mit meinen Freunden chatten?
Wir waren uns doch einig, dass wir Familienurlaub machen. Du warst dir einig. Die letzten Monate waren für uns alle nicht einfach. Das lag nicht nur an deinem Vater und mir. Ach, nicht schon wieder. Ich hab doch gesagt, das kommt nicht wieder vor. Wissen Caro und deine Freunde das auch? Ich habe keine Lust, nochmal einen Anruf von der Polizei zu bekommen, dass sie meine minderjährige Tochter mit 1,4 Promille aufgegriffen haben. Was ist eigentlich mit diesem Tom? Wie meinst du das? Es ist ja wohl nicht normal, dass ich meinen Onkel noch nie gesehen habe. Dein Vater und sein Bruder waren von klein auf Konkurrenten. Und dein Opa? Dein Opa hat es noch gefördert. Der Bessere sollte die Firma übernehmen. Ist ja ganz schön bescheuert. Und Papa hat gewonnen? Du hast dich überhaupt nicht verändert. Schwer zu sagen, ob das ein Kompliment ist. Ist das wirklich Zufall, dass du hier bist? Du hast mir immer noch nicht verziehen, oder? Es hat keine Bedeutung mehr. Was hast du gemacht all die Jahre? Was willst du? Ein Lebenslauf oder eine Liste meiner Verflossenen? Smalltalk war noch nie deine Stärke. Stimmt. Kriegst du ihn immer noch? Alte Gewohnheit. Schau mal, das ist doch eine Schildkröte. Da stimmt irgendwas nicht. Die kommen eigentlich nur nachts raus. Und? Sie scheint krank zu sein. Und was machen wir jetzt? Wir bringen sie zu meiner Tante. Sie leitet die Schildkrötenstation. Sarifa! Wir haben eine Patientin für dich. Hallo. Habe ich Sie nicht in Grubers Büro gesehen? Das ist Tom, mein neuer Kollege. Bringen Sie rein. Leg sie auf den Tisch. Okay, okay. Gut. Hier, leg ihr das über den Kopf. Okay. Schildkröten ernähren sich von Quallen. Und Plastiktüten, die im Meer treiben, sehen manchmal aus wie Quallen. Passt auf, Kinder. Also schnappen die Tiere danach und viele der Schildkröten verenden daran. Können Sie ihr helfen? Das hoffe ich doch. Züchten Sie die Tiere hier? Wir brüten die Eier auf der Station aus. Und warum? Damit sie nicht gestohlen und verkauft werden. Schildkröteneier gelten leider noch als Delikatesse. Man kann viel Geld damit verdienen auf dem Schwarzmarkt. Es gibt viele arme Menschen auf der Insel. So einfach ist das. Darf man Schildkröteneier verkaufen, Kinder? Nein! Nein! Ich habe am Hafen einen Jungen gesehen, der versucht hat, welche an Touristen zu verkaufen. Ja, leider gibt es immer noch Menschen, die Schildkröteneier für ein schönes Souvenir halten. Aber ich dachte, gerade in Malaysia stehen Schildkröten unter Naturschutz. Ja, theoretisch schon, aber das Gesetz muss auch durchgesetzt werden. Vor allem gegen ignorante Hotelbesitzer wie ihren Boss. Ich glaube nicht, dass Gruber Schildkröteneier isst. Nein, aber seine Strandpartys richten genauso viel Schaden an.
Sie glauben mir wohl nicht. Ich kenne mich nicht so gut aus wie Sie. Viele Menschen halten Unwissenheit für eine gute Entschuldigung. Attention. Johann, denkst du an deine Schicht heute Nacht? Oh, das habe ich vergessen. Ich habe ja heute Vorstellung. Kannst du die nicht verschieben? Mir sind schon zwei Leute ausgefallen. Ich könnte Ihnen helfen. Sie wissen doch gar nicht, wobei. Egal, ich habe Zeit. Nehmen Sie es als Wiedergutmachung eines ignoranten Strandpartybesuchers. Kann ich dir helfen? Kennst du dich damit aus? Machst du Witze? Okay. Komm, du musst ein bisschen lächeln. Alles klar? Komm, wir machen noch eins, nur zur Sicherheit. Okay, komm mal ein bisschen nach vorne. Alles klar? Lächeln? Alright. Danke. Ist das für deinen Freund? Ein Geburtstagsgruß für eine Freundin. Du bist talentiert. Nein, bin ich nicht. Naja, leider bin ich hier angestellt und du bist der Gast, da darf ich dir nicht widersprechen. Ich muss da mal meine Eltern warten. Wieso sprichst du eigentlich Deutsch? Das sage ich dir, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ja, hättest du wohl gerne. Schildkröten legen immer da ihre Eier ab, wo sie geboren wurden. Sie legen tausende von Kilometern im Meer zurück, um an ihren Geburtsstrand zu gelangen. Wenn es allerdings zu hell ist oder sie durch Lärm gestört werden, dann kommen sie nicht zurück. Dann legen sie keine Eier mehr. Und Gruber weiß das? Natürlich weiß er das, aber es ist ihm egal. Er will noch einen weiteren Abschnitt des Strands hinzukaufen. Das wäre das Ende der Schildkrötenpopulation. Sie sind erst sicher, wenn es uns gelingt, ihm zuvorzukommen. Uns? Ich arbeite für die Malaysische Marine Life Foundation, die auch diese Station hier finanziert. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die Gelder sammelt, um damit Naturschutzgebiete zu erwerben. Da. Da. Sehen Sie nur. Später ausgraben und sie dann im Sand der Station wieder eingraben. Dort werden sie dann bewacht. Und wie lange dauert das? 3 bis 6 Stunden. Wie bitte? Es dauert eben eine Weile, hunderte von Eiern zu legen. Ich dachte, Sie wollten helfen. Ja. Danke. Ich bin so müde. Diese Zeitverschiebung macht mich total fertig. Geh doch schon mal ins Bett. Dann kann ich Papa eh leichter ausfragen. Worüber denn? Über deinen Bruder. Ich will mehr über ihn wissen. Ich hab's dir doch schon erklärt. Tom will nichts mehr mit uns zu tun haben. Hast du ihn wirklich 18 Jahre nicht gesehen? Ja, wir haben uns 2-mal in Frankfurt am Flughafen mit dem Notar getroffen. Hast du gar nicht erzählt? Ja, wir mussten Sachen wegen der Firma klären. Und ich wollte auch keine alten Wunden aufreißen. Was für Wunden? Deine Mutter und Tom waren zusammen, als wir uns kennenlernten. Ah. Und dann hast du ihn Mama ausgespannt? Das geht dich wirklich nichts an, Sina. Wie lange wart ihr zusammen? Ein paar Wochen, einige Monate. Tom und ich hätten sowieso nicht zusammengepasst. Und warum nicht? Weil sich deine Mutter in mich verliebt hat, hm? Genau.
Meine Idee war das nicht, aber ich wurde überstimmt. Wann warst du denn das letzte Mal tauchen? Ist schon ein paar Jahre her. Bei mir auch. Deine Nichte würde dich gerne kennenlernen und ich dachte, das ist doch eine gute Gelegenheit. Erinnert ihr euch, als wir gemeinsam am Roten Meer waren? Warst du dann noch mit Tom zusammen oder schon mit Papa? Mit Tom? Bist ja ganz schön neugierig. Ja. Naja, wenn Mama sich anders entschieden hätte, wäre ich vielleicht deine Tochter geworden. Ganz bestimmt nicht. Dein Onkel ist nicht der Typ für Kinder. Wenn du das sagst. Ich wiederhole nur deine Worte. Hi, ich bin Johann. Bist du schon mal getaucht? Nein, ich würde aber gerne. Wir haben hier auch Kurse für Anfänger. Sina muss auf solche Belohnungen momentan leider verzichten. Wir können. Hier ist eine Sandbank. Hier können wir ankern, ohne die Korallen zu beschädigen. Ihr lasst mich doch jetzt aber hier nicht alleine, oder? Johann bleibt bei dir. No problem. Also, da ihr länger nicht tauchen wart, würde ich sagen, beschränken wir den ersten Tauchgang auf 20 Minuten und maximal 10 Meter. Jetzt sei doch nicht päpstlich als der Papst. Tauchen verlernt man nicht. Safety first. Und passt auf die Strömung auf, die ist nicht zu unterschätzen. Sorry, Entschuldigung. Ja. Willst du das nicht lieber abmachen? Hat mir Anne zur Hochzeit geschenkt. Habe ich seitdem noch nie abgenommen. Wie alt bist du eigentlich? 17. Und du? 15. Mann, hast du's gut, du bist fast volljährig. Komm schon, deine Eltern sind gar nicht so übel. Du hast doch keine Ahnung. Ich stehe gerade unter Arrest. Wieso? Ich habe mich betrunken. Eine dumme Wette. Also, hättest du Lust, dir nachher die Schildkrötenstation anzusehen? Ja, gerne. Cool. Schon zurück?
Verdammt nochmal, wir hatten 10 Meter ausgemacht. Was regst du dich denn so auf? Ist doch nichts passiert. Das hier ist meine Verantwortung. Du hast hier an meine Anweisungen zu halten. Ja, jetzt reg dich ab. Früher war dein Onkel nicht so ein Spießer. Ja, früher hat sich dein Vater auch nicht an Abmachungen gehalten. Jetzt hört doch bitte auf, wir sind hier nicht im Kindergarten. Und du bist nicht die Erzieherin. Willst du ihr nicht lieber hinterher? Danke, aber ich brauche deine Ratschläge nicht. Ah, ich habe vergessen, mein großer Bruder hat natürlich immer alles im Griff. Wir würden gerne zur Schildkrötenstation. Brauchst du mich noch? Wir machen das schnell zusammen und ich begleite euch. Ich muss dir noch Hedwig zeigen. Wie, Oma Hedwig? Findest du nicht, dass sie eine gewisse Ähnlichkeit mit deiner Großmutter hat? Naja, vielleicht, wenn sie Haare hätte. Wird sie denn wieder ganz gesund? Sie braucht ein paar Tage, aber dann geht sie zurück. Kann ich Sina den Rest der Station zeigen? Klar. Los, komm. Nett, die Kleine. Keine Ahnung. Ich lerne sie gerade selber erst kennen. Eigenartige Vorstellung für einen Malaien. Die Familie steht bei uns immer an erster Stelle. Haben Sie eine Familie? Ich meine, außer Johann und den hier? Bitte, ja. Sie sind ganz schön neugierig. Haben Sie? Ich habe 3 Nichten, 4 Neffen, 2 Brüder, 3 Schwestern und es sind noch einige Neffen und Nichten unterwegs. Okay. Sie sind nicht liiert. Dann können wir mal zusammen ausgehen. Also was essen oder ins Kino. Hier gibt's kein Kino. DVDs? Auch keine Videothek. Können Sie tauchen? Ich bin Meeresbiologin. Ich kann tauchen. Okay. Sie wollen nicht. Gut. Haben Sie einen Anzug? Ja, ich habe mehrere Tauchanzüge. Einen normalen Anzug, mit dem man Leute beeindrucken kann. Nein. Na dann, borgen Sie einen. Ich treffe Sie in der Hotellobby in 1 Stunde. Okay, ja, gut. Sina würde sich wirklich freuen, wenn sie tauchen darf. Darum geht es doch gar nicht, Kai. Ja, aber warum denn dann? Wir hatten gemeinsam beschlossen, dass sie die Konsequenzen ihrer Alkoholeskapade spüren muss. Und das müssen wir gemeinsam durchziehen, weil sonst bin ich wieder der Buhmann und du bleibst jetzt der nette Papi. Jetzt mach dich doch mal locker, wir haben Urlaub! Seit Monaten warst du kaum zu Hause. Du hast überhaupt keine Ahnung, was deine Tochter alles macht. Ich bin der Chef einer großen Firma. Ich kann nicht einfach um 5 ein Schiff fallen lassen. Ich habe keine Energie mehr für diese Kämpfe. Ja, meinst du denn ich? Du hast doch keine Ahnung, was in letzter Zeit in der Druckerei los war. Woher denn auch? Was hätte es denn gebracht, wenn ich dich und Sina damit reingezogen hätte? Oder kannst du uns etwa 9 Großkunden besorgen? Gibt's Probleme mit dem Bredner Verlag? Die pressen uns aus wie eine Zitrone. Wir zahlen mit jedem Auftrag drauf. Warum hast du denn nie was erzählt? Weil ich diesen Mist nicht auch noch mit nach Hause nehmen wollte. Ich hätte dich doch vielleicht unterstützen können. Ach, Anne. Wir reden von Betriebswirtschaftslehre. Davon verstehst du so viel wie von Gehirnchirurgie. Danke für das Gespräch. Wo sind wir hier? Auf einem Helikopterlandeplatz. Und was machen wir hier? Auf einen Helikopter warten. Thank you.
Gedanken. Wo fliegen wir eigentlich hin? Warten Sie, das werden Sie schon sehen. Sie machen es aber spannend. Darf ich endlich erfahren, was wir hier machen? Wir besuchen meine letzte Hoffnung, den Strand kaufen zu können, bevor Gruber das tut. Die Dame, die uns den Helikopter geschickt hat, ist extrem reich und sie ist an dem Schildkrötenprojekt interessiert. Und wozu brauchen Sie mich? Als Charmoffensive, damit sie großzügig spendet. Moment mal. Also ich soll für Sie den Tierschützer spielen. Dann können wir uns auch duzen, schließlich sind wir jetzt Kollegen. Thank you for the invitation. I'm so glad to see you, Sir Aoife. I hope you had a nice flight. Vielen Dank, dass Sie uns Ihren Helikopter geschickt haben. Und das ist mein Kollege, Mr. Tom Broder. Mr. Tom Broder? Freut mich sehr. Warum setzen wir uns nicht? Trinken Sie Tee? Sehr gerne. Ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, dass in Malaysia Tee angebaut wird. Wir haben erst mit dem Teeanbau begonnen, in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Als Mr. Broder hörte, dass Sie zu unseren Unterstützern gehören, wollte er unbedingt mitkommen, um sich die Plantage anzusehen. Ja, und ich kann nur sagen, dass ich... Also, dass meine Kollegin nicht übertrieben hat, dass sie es wirklich... beeindruckend. Diese Tassen sind wirklich wunderschön. Es sind kleine Kunstwerke, nicht wahr? Mr. Broder, seit wann arbeiten Sie für die Marine Life Foundation? Ich bin erst seit kurzem in Malaysia. Davor war ich in Australien. Der Tee ist hervorragend. Und werden Sie länger bei uns bleiben? Ja, das würde ich sehr gern. Allerdings hängt es davon ab, ob ich Erfolg habe. Mein Schicksal liegt somit in Ihren Händen. Ein weiser Mann hat mal gesagt, Schicksal ist das, was so ist, wie es ist, ohne dass man sagen könnte, warum es so ist. Glauben Sie, dem Mann lag etwas an Schildkröten? Ich denke eher nicht. Kennen Sie John Cuck? Allerdings. Würden Sie gerne eine Partie spielen? Sehr gern. Aber ich muss Sie warnen. Ich bin eine sehr gute Spielerin. Und ich hasse es zu verlieren. Ich auch. Wieso hast du denn so viel Bargeld bei dir? Das sind ja Zehntausende. Das sind nur ein paar Tausend. Bist du in irgendwas Illegales verwickelt? Das ist noch nicht mal mein Geld. Gruber hat mich gebeten, es für ihn aus Deutschland mitzubringen. Bargeld, das nicht über ein Konto laufen soll. Ja, und das machst du so einfach? Was wäre denn, wenn der Zoll uns erwischt hätte? Hat er aber nicht. Und wenn, wäre es eine Geldstrafe geworden, die Gruber bezahlt hätte. Und wieso ist das Geld immer noch hier? Weil ich in der Aufregung um Tom vergessen habe, es Gruber zu geben. Und das hole ich jetzt nach. Ich weiß nicht, wer Ihnen dieses Spiel beigebracht hat, aber Sie hatten einen guten Lehrmeister.
Lehrmeisterin. Ich wünschte, die Lady hätte ihre Geheimnisse für sich behalten. Sie gewinnen, Mr. Broder. Sieht ganz so aus. Ich gratuliere Ihnen. Wollen Sie eine Revanche? Oh nein, vielen Dank. Ich habe Ihnen gesagt, ich verliere nicht gern. Würden Sie mich bitte für einen Moment entschuldigen? Ja. Warum haben Sie sie nicht gewinnen lassen? Sie hätte es gemerkt. Wie konnte ich nur auf die Idee kommen, sie mitzunehmen? Wir waren doch schon beim Du, oder? Wie doch die Zeit verfliegt. Ich will Sie jetzt nicht länger aufhalten. Ich glaube, Mr. Broder würde noch gern... Ich würde mich gerne für die Gastfreundschaft bedanken. Falls Sie mal wieder Lust auf ein Spiel haben... Werde ich Sie ganz bestimmt nicht anrufen. So viel ist sicher. Terima kasih. Öffnen Sie es bitte. Oh, Mrs. Song. Sie haben Ihnen doch so gut gefallen. Haben Sie einen guten Rückflug. Vielen Dank. Mr. Broder? Das ist für meine Spielschulden. Sag mal, willst du den Umschlag nicht aufmachen? Hast du noch nie was vom Briefgeheimnis gehört? Tom... Ist ja gut. Ich habe Hunger. Wie sagt man Essen auf Malaiisch? Makan. Saya mau makan. Ich würde gerne essen. Wie? Saya mau ma? Saya mau ma? Ach, Nasi Goreng. Sehr gut. Und was ist jetzt mit Essen? Geht leider nicht. Ich muss später noch zu einem Dikir Barat. Zu einem was? Das ist eine Generalprobe. Komm doch einfach mit. Mhm. Du hast ja keine Ahnung, wie lange ich versucht habe, das Geld aufzutreiben. Reicht das denn für den Strand? Das ist sogar mehr, als wir brauchen. Ja, dann kannst du die Station noch erweitern und ein neues Dach wäre auch nicht schlecht. Entschuldige, dass ich zwischendurch so nervös war. Ja, das war ich auch. Anne, meine Schwägerin. Dr. Sarifa Ismail, die Leiterin der Schildkrötenstation. Anne. Meine Tochter hat schon ganz begeistert von ihrer Einrichtung erzählt. Sie sollten bei Gelegenheit mal vorbeikommen. Ich muss jetzt gehen. Und danke. Ich komme später vorbei. Ja, schön. Meine Tasse. Hey. Ja. Danke. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch. Du hast deine Wirkung auf Frauen nicht verloren. Ich weiß nicht. Glaub mir einfach. Was ist los mit dir? Was für ein Klischee.
frustrierte Hausfrau heult sich bei ihrem Ex aus. Schon in Ordnung. Also? Du warst doch Zeuge, wie Kai und ich miteinander umgehen. Wenn wir Sina nicht hätten, dann... Nicht, dass ich darin Experte bin, aber ich glaube, solche Schwierigkeiten gibt es in jeder langen Beziehung. Hm? Aber du hast mich damals gewarnt. Kai würde mich unglücklich machen. Was hätte ich denn sagen sollen? Ich war frustriert, ich war verärgert, ich... Du hattest recht. Warum hast du nicht um mich gekämpft? Ich hatte doch sowieso keine Chance. Doch, hattest du. Kai? Ja. Die Pässe sind da. Hast du das Geld? Ja, wie abgemacht. Die Hälfte jetzt, die andere Hälfte nicht, bei... Nicht hier. Wir treffen Ali morgen. Weiß deine Familie inzwischen Bescheid? Na, du hast ja Nerven. Euer Flug auf die Caymans geht in 3 Tagen. Ich weiß, es gab noch keine gute Gelegenheit. Ja, da wird's aber Zeit. Warum hast du nicht um mich gekämpft? Ich hatte dich völlig vergessen. Jetzt bist du plötzlich da und ich weiß überhaupt nicht, was mit mir geschieht. Das ist 18 Jahre her. Ist das nicht umso verrückter? Du bist gerade in einer schwierigen Phase mit Kai, das wird schon wieder. Vielleicht solltet ihr euch lieber ein Zimmer nehmen, da seid ihr ungestört. Verdammt billige Retourkutsche, hätte ich dir nicht zugetraut. Hör doch auf, du verstehst doch wieder überhaupt nichts. Ziemlich schwer, das hier nicht zu verstehen. Es gibt nichts, worüber du dich aufregen. Halt du dich da raus und lass deine Finger von meiner Frau. Da ist er ja wieder, mein großer Bruder, wie er lebt und lebt. Wie er lebt und lebt, hm? Nur deine Welt sich gilt, nur du hast recht, genau wie Vater. Und egal, was man sagt, du hörst gar nicht na zu. Na los, dann rede doch, wenn du was zu sagen hast, du Schisser. Das Einzige, was ich seit Jahren will, ist dir eine reinhauen. Ja, wäre mir auch recht. Fang an. Lass mich doch in Ruhe. Kneifst du jetzt, fass ja? mich nicht an. Nein, nein, na los, das ist deine Chance, dir deinen Traum zu erfüllen. Ah! Seid ihr verrückt geworden? Aufhören! Was ist denn los hier? Verdammt doch mal! Kümmere du dich um deinen Mann. Ich zieh den hier aus dem Verkehr. No problem, old friends. Bist du eigentlich bescheuert? Ich hab nicht angefangen. Ist mir scheißegal. Dein Bruder ist mein Gast und du bist mein Angestellter. Und wenn du das bleiben willst, dann unterlässt du in Zukunft solche Aktionen. Reg dich ab, ja? Willst du diesen Job oder nicht? Ich kann auch woanders arbeiten. Wirklich? Ich habe da im Internet etwas gefunden. Über einen Tauchunfall in Australien. Das hast du, glaube ich, vergessen zu erwähnen, nicht? Das ist nicht so, wie es die Presse darstellt. Ich bin freigesprochen worden. Trotzdem wird es dir schwerfallen, wieder so einen guten Job wie hier zu finden. So siehst du das. Ich kann hier keinen Ärger brauchen. Himmel, Herrgott, noch mal, darüber muss ich nicht diskutieren. Das hier wird bald das exklusivste Tauchhotel in ganz Malaysia. Da wäre ich mir nicht so sicher. Was soll das denn heißen? Gar nichts. Du weißt doch irgendwas. Denk doch, was du willst. Das muss desinfiziert werden. Lars, so schlimm ist es nicht. Jetzt spiel nicht den Helden, das passt nicht zu dir. Mist. Was sollte das mit Tom? Du bist immer noch meine Frau. Ach. Daran erinnerst du dich plötzlich? Mhm. Lass uns nochmal neu starten, ja? Wir fangen irgendwo ganz von vorne an. Was hältst du von den Cayman Islands? Wir kaufen Haus, wir gründen Business, irgendwas fällt uns schon ein. Hör auf, dich lächerlich zu machen. Du bist kein Abenteurer. Du bist ein Buchhalter. Und du? Zusammen mit Tom in der Bambushütte ohne Espressomaschine und Milchaufschäumer?
Sei doch realistisch, du bist auch keine 20 mehr. Hallo? Was? Wie konnte er das erfahren? Okay, danke. Großartig. Du hast wirklich Nerven, hier aufzutauchen. Was ist denn los? Du hast mich nur benutzt, um Informationen für Gruber rauszukriegen. Ich hab dich... Wovon redest du? Ich hatte gerade einen Anruf. Grubers Gebot für den Strand ist höher als meins. Ach du Schande. Jetzt weiß ich auch, warum du Mrs. Somm geschlagen hast. Du hast gehofft, dass sie uns dann kein Geld gibt. Nein. Das ist Unsinn. Ich war sauer auf Gruber. Da ist mir was rausgerutscht. Ich was hätte willst nie... du noch von mir? Sieh dir die kleinen Schildkröten an. Die werden hier nie wieder schlüpfen. Ist dir das klar? Machst du das schon lange? Schon seit meiner Schulzeit. Es ist eine alte malaiische Tradition. Ursprünglich hat man den Dick hier Barat bei Hochzeiten getanzt. Ich habe zwar wirklich nichts verstanden, aber es klang wirklich sehr interessant. Es handelt davon, dass sich ein Junge vorstellt, wie es ist, das erste Mal seine Freundin zu küssen. Da kann ich ihm leider auch nicht bei helfen. Das wüsste ich auch gerne. Hast du noch ein Bier für einen starken Kämpfer? Anne hat dich also nie vergessen, und du? Natürlich nicht. Hast du deine erste große Liebe vergessen? Ich habe sie geheiratet. Du hast ja immer alles bekommen, was du wolltest. Ja, findest du? Vater hat dich immer vorgezogen. Du warst der Stammhalter, du warst in allem perfekt. Warst du noch auf der Firmenweihnachtsfeier, als er dich als seinen Nachfolger vorgestellt hat? Ich durfte nicht mal hin, ich hatte Hausarrest. Du warst 16 und ohne Führerschein mit Papas Auto unterwegs. Weißt du eigentlich, wie sehr ich dich bewundert habe? Du warst schon damals viel lässiger und, ach, ich weiß auch nicht. Außerdem konntest du dir dein Leben aussuchen. Du durftest Fehler machen. Ich musste immer funktionieren. Und mir Anne auszuspannen war dein größter Triumph. Das war doch schon längst durch damals mit euch beiden. Ich habe sie gesehen und wusste, das ist die Frau meines Lebens. Sie ist die Einzige, die ich jemals wollte. Ich glaube nicht, dass Anne das weiß.
Hast du das Leben, das du wolltest? Ich war kurz davor. Na jedenfalls, habe ich sie diesmal nicht versaut. Nee, das bekomme ich mittlerweile ganz gut alleine hin. Siehst du? Dann haben wir zumindest eins gemeinsam. Danke fürs Bier. Keine Ursache. Wie lange dauert's noch? Wir sind gleich da. Hallo, Ali. Hi, Gruber. Das ist der Freund, von dem ich dir erzählt habe. Do you have the money? Haben Sie die Pässe? Kai, bist du schon wach? Komm her. Viel Glück, Hedwig. Und halte dich in Zukunft von Plastiktüten fern. Weißt du, wie wir bei uns Weihnachten feiern? Also, jede Familie hat so einen großen Tannenbaum und der ist geschmückt und... Sag mal, was tust du eigentlich mit meinem Boot? Es trieb im offenen Meer. Ich hab's in der Turtle Bay gefunden. Du hast es offensichtlich nicht richtig vertäut. Komm, hör auf. Das ist mir nur ein einziges Mal passiert. Das ist das Armband von meinem Papa. Bist du sicher? Ja, meine Mutter hat das gemacht. Normalerweise trennt er sich nie davon. Außer diesem Armband haben wir nichts im Boot gefunden, das Ihrem Mann gehört, Madam. Was hat Papa denn gesagt, was er vorhat? Gar nichts. Keine Ahnung. Was ist passiert? Papa ist verschwunden. Wie meinst du das? Und wer sind Sie? Kai ist mein Bruder. Sie sind hier zusammen im Urlaub? Nein, ich arbeite hier als Tauchlehrer. Ruf bitte in der Zentrale an. Warst du mit Papa tauchen heute Morgen? Nein, warum? Eins der Hotelboote ist verlassen gefunden worden. Mit Kais Armreif drin. Aber gestern Nacht hatte er ihn noch. Woher weißt du das? Ich war am Strand und Kai kam vorbei und dann... Die Ausrüstung ist vollständig da. Nichts fehlt. Aber Mr. Gruber hat gesagt, dass Kai heute Morgen einen Tauchausflug gebucht hat. Aber nicht bei mir. Woher stammt die Verletzung in Ihrem Gesicht?
Ein Missverständnis zwischen Brüdern, das wir gestern Nacht ausgeräumt haben. Ich nehme an, dafür gibt es Zeugen. Nein. Wir haben ein Bier zusammen getrunken, danach ist er gegangen. Du bist der Letzte, der ihn gesehen hat. Was ist mit Kai passiert? Ich weiß es nicht. Mr. Broder, in Anbetracht der Umstände muss ich Sie leider bitten, uns aufs Polizeipräsidium zu begleiten. Was machst du denn da? Seine ganzen Sachen sind da, es fehlt nichts. Ach Mama, hör doch auf, das bringt doch nichts. Wer weiß, was er noch von mir versteckt hat, außer dem Geld. Was denn für Geld? Dein Vater hat Bargeld für Gruber geschmuggelt aus Deutschland. Was? Woher stammen Ihre Verletzungen? Das habe ich Ihnen alles schon gesagt. Sie neigen wohl zu Gewalttätigkeiten. Wie kommen Sie darauf? Noch vor kurzer Zeit standen Sie in Brisbane vor Gericht. Ja, und ich bin freigesprochen worden. Die Anklage lautete auf fahrlässige Tötung. Ich war der verantwortliche Tauchlehrer. Der Mann hat sich unter Wasser grob fahrlässig verhalten. Im Nachhinein hat man bei ihm 1,8 Promille festgestellt. Ja, jedenfalls haben Sie das vor Gericht so dargestellt. Machen Sie Ihre Arbeit und finden Sie meinen Bruder. Sie verdächtigen mich. Ich habe damit nichts zu tun. Schicken Sie Ihre Männer los. Bislang haben wir Sie hier nur als Zeugen befragt. Aber ich habe Zweifel, ob Sie unschuldig sind. Ohne meinen Anwalt sage ich gar nichts mehr. Der Scheiß, mach mich ja sofort los. Das kann ich leider nicht. Es tut mir leid, aber ich musste sicher gehen, dass du mir meine kleine Bitte nicht abschlägst. Welche kleine Bitte denn? Ich brauche Geld. Ich hab dich doch bezahlt. Ich brauche 250.000 Euro. 250.000? Diese verdammte Schildkrötentante hat ein Gebot für den Strand abgegeben. Ich musste sie überbieten und ich bin gerade nicht flüssig. Ist doch für dich eine Kleinigkeit. Meine verdammte Druckerei ist bankrott. Woher soll ich so viel Geld nehmen? Selbst wenn deine Druckerei bankrott sein sollte, hast du unter Garantie vorher genügend beiseite geschafft. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Haben Sie irgendwelche Neuigkeiten von Ihrem Mann? Nein. Wie kann ich helfen? Ich brauche einen Anwalt für Tom. Ich kenne hier niemanden und mein Englisch ist nicht so besonders. Würden Sie mich vielleicht begleiten? Ich weiß nicht, wen ich sonst fragen soll. Solange ich denken kann, war Kai da, der immer wusste, was zu tun ist. Malen Sie den Teufel nicht an die Wand. Ihr Mann wird schon wieder auftauchen. Und wenn nicht? Denken Sie nicht an sowas. Wenn wenigstens Tom hier wäre. Die Polizei wird ihn gehen lassen, sobald klar ist, dass kein Verdacht gegen ihn besteht. Und wenn... Denken Sie wirklich, dass Tom in der Lage wäre, seinem Bruder was anzutun? Sie kennen ihn doch schon lange. Sie haben recht. Es war verrückt von mir, sowas zu denken. Fahren Sie zur Polizei. Jetzt. Mrs. Broder. Sie wollen also eine Aussage machen? Ja. Tom kann nichts mit dem Verschwinden meines Mannes zu tun haben.
Woher wissen Sie das? Weil wir die Nacht zusammen verbracht haben. Mr. Broder hat uns nichts davon erzählt. Weil er mich schützen will. Immerhin bin ich mit seinem Bruder verheiratet. Wären Sie bereit, das zu Protokoll zu geben? Ja, natürlich. Danke für alles. Wie auch immer du das hingekriegt hast, vielen Dank. Du musst mir für gar nichts danken, dank deiner Schwägerin. Ich weiß, ich habe eine riesen Dummheit gemacht. Es tut mir leid. Du musst mir nichts erklären, Tom. Doch, muss ich. Ich will dir helfen und ich dachte, das mit uns könnte was Besonderes werden. Wo ist Kai? Ist die Frage wirklich ernst gemeint? Ich will die Wahrheit wissen. Du holst mich aus dem Knast, obwohl du glaubst, dass ich deinen Mann auf dem Gewissen habe. Meinen Bruder. Das ist doch Wahnsinn. Ich weiß es doch nicht. Vielleicht war es ein Unfall. Anne. Oder vielleicht hast du es für mich getan. Anne, das mit uns, das ist vorbei, Mensch! Als du mich umarmt hast. Weil ich dich trösten wollte. Du hast mich so geliebt damals. Wir waren Teenager. Hast du geglaubt, dass sich in 18 Jahren bei mir nichts verändert? Wir finden Kai. Und? Hast du dir's überlegt? Ich habe dir vertraut. Das kannst du auch. Wir sind doch Freunde. Eigentlich. Na komm. Komm, nimm einen Schluck. Du machst es einem wirklich nicht leicht. Können Sie mir vielleicht eine Bauauszahlung auf meine Kreditkarte geben? Aber sicher, kein Problem. Dürfte ich bitte Ihre Kreditkarte haben? Und wie viel möchten Sie abheben? Wären 800 Ringgit okay? Aber natürlich. Tut mir wirklich leid, Mrs. Broder, aber Ihre Kreditkarte ist gesperrt. Wie bitte? Ich muss sie einbehalten. Tut mir leid. Das kann nicht sein. Es tut mir wirklich leid, aber Ihre Karte ist gesperrt. Verdammt! Hallo. Oh, Sina. Hallo. Was machen Sie denn hier? Irgendetwas ist defekt an dieser Klimaanlage. Ich versuche das zu checken. Toller Service. Chef persönlich.
Ja, ja. Bin aber schon fertig. Sie haben ganz schönes Chaos hier. Wollt ihr hier umräumen? Ach, meine Mutter hat irgendwas gesucht. Wie geht's ihr denn? Sie ist mit Tom zur Bank. Irgendwas stimmte mit ihrer Karte nicht. Mhm. Ach, sie, ne? Das mit deinem Papa. Das klärt sich. Da bin ich ganz sicher. Anne! Warte! Was ist denn passiert jetzt? Warte doch mal. Was hat denn der Typ von der Bank gesagt? Die Firma ist pleite, die Konten sind leer und Kai wird in Deutschland wegen illegaler Konkursverschleppung von der Polizei gesucht. Und davon wusstest du nichts? Nein, nichts! Okay, wir müssen Kai finden und dann klärt ihr das. Du hast das immer noch nicht verstanden. Kai hat die Konten leergeräumt und sich abgesetzt. Jetzt dreh nicht durch, das ist doch Quatsch. Deswegen dieses ganze Gerede von Neuanfang und so. Der hat versucht, mir zu sagen, dass er abhaut. Das passt doch überhaupt nicht zu Kai. Abhauen, Konkursverschleppung. Ich habe durch Zufall einen Umschlag mit einer großen Menge Bargeld gefunden. Und, hast du ihn danach gefragt? Ja, natürlich. Er hat gesagt, das Geld gehört Gruber. Und ich, blöde Kuh, ich habe das auch noch geglaubt. Anne, hör auf. Lass uns doch erst mal in Ruhe überlegen, was zu tun ist. Du glaubst, ich kann hier noch ein paar schöne Ferientage verbringen, während mir zu Hause das Haus unter dem Hintern weggefändet wird? Was ist los? Pack deine Sachen, wir fahren. Und was mit Papa? Dein Vater liegt mittlerweile wahrscheinlich am Pool in Rio de Janeiro. Der hat uns sitzen lassen. Sag mal, spinnst du jetzt völlig, Mama? Der hat uns von vorne bis hinten belogen. Wir sind ohne einen Cent Geld und haben eine bankrotte Firma. Anne, das hat doch keinen Zweck. Was ziehst du da Sina mit rein? Papa würde nicht einfach weggehen, das weiß ich. Komm mal her. Komm her. Sina, die Polizei ist informiert und die deutsche Botschaft auch. Die tun, was sie können. Mit Gruber haben sie nicht geredet. Doch, 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 haben sie. Aber er war vorhin in unserem Zimmer. Was? Ja, und er hat komische Sachen gesagt. Ich soll mir keine Sorgen machen, das würde schon alles gut gehen mit Papa. Das war irgendwie strange. Ich dachte, du schläfst. Es ist nicht so leicht mit dem Schlafen im Moment. Ich will nicht ohne Papa fliegen. Ich habe uns auf die nächste freie Maschine gebucht. Übermorgen fliegen wir. Du bist selber schuld. Warum hast du Papa auch so behandelt? Du meinst den Mann, der unser ganzes Leben ruiniert hat? Oh.
Maschine. Ich habe einfach Angst. Ich bin jetzt plötzlich ganz allein für uns verantwortlich. Wie sollen wir das denn alles schaffen? Wovon sollen wir denn leben? Und wie kann ich später dein Studium finanzieren? Vielleicht will ich gar nicht studieren. Das wäre noch schlimmer. Hallo. Du hattest von Anfang an recht. Gruber ist ein Schwein. Erzähl mir, was ich noch nicht weiß. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er etwas mit dem Verschwinden von Kai zu tun hat. Gruber hat gefälschte Pässe von Kai, Sina und Anne in seinem Safe. Und einen großen Packen Euro. Woher weißt du das? Ich habe sein Büro durchsucht. Was sollen wir jetzt tun? Kai ist in Schwierigkeiten. Ich muss ihn finden. Hast du auch eine Ahnung, wo er sein könnte? Kai hatte sein Handy bei sich. Kennst du zufällig jemanden, der ein Handy orten kann? Das Handysignal kommt von irgendwo da drüben. Okay. Kommst du mit uns? Naja, ich liebe dich. Aber ich bin nicht verrückt. Und bitte sag niemandem, dass ich euch geholfen habe. Ist gut. Danke dir. Du bleibst hier. Nein. Doch, wenn ich in 10 Minuten nicht zurück bin, rufst du die Polizei. Gut? Where is the money? Warum bist du so stur? Nie erfahren. Okay. Ali hat Methoden, dich zum Reden zu bringen, die würde ich dir lieber ersparen. Also. Du bist so ein Schwein, Gruber. Kann sein. Kai, bitte. Erspar dir das. That will hurt a bit now.
Er sagt, dass er die Wunde nähen muss. Du hast viel Glück gehabt. Die Bruder sind Dickschädel. Ausnahmsweise mein Vorteil. Bitte begleiten Sie uns aufs Präsidium. Wir müssen Ihre Aussage protokollieren. Danke. Ebenso. Das mit dem Strand hat sich für Gruber wohl endgültig erledigt. Definitiv. Warum hast du nicht auf mich gehört? Denkst du, ich tue alles, was ein Mann mir sagt? Danke. Jetzt sind wir quitt. Ja? Stellenanzeigen? Ja, ich will sehen, wie meine Chancen auf dem Markt sind als Goldschmiede nach all den Jahren. Ich muss jetzt schließlich für mich und Sina alleine sorgen. Was ist das? Etwas, was du sehen solltest, bevor Kai kommt. Pässe. Ja, gefälschte Pässe für Kai, Sina und dich. Der wollte dich nicht verlassen, der wollte euch mitnehmen. Danke für deine Mühe, aber darum geht es nicht. Kai liebt dich. Manchmal reicht das nicht. Tom? Ja? Ich habe der Polizei gesagt, dass wir die Nacht, in der Kai verschwunden ist, zusammen verbracht haben. Deswegen hat man dich gehen lassen. Sarifa war dabei, als ich meine Aussage gemacht habe. Kleine. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Und ich erst. Bist ja doch ein Abenteurer. Ich will mich nicht rechtfertigen, aber... Mein Plan war, dass wir zu dritt ein neues Leben anfangen. Das wusste ich die ganze Zeit. Wie du sagst, es war dein Plan. Ich weiß, ich hätte dir von Anfang an von den Schwierigkeiten in der Firma erzählen müssen. Ist es denn wirklich so schlimm? Noch schlimmer. Wenn ich Glück habe, bekomme ich nur eine Bewährungsstrafe.
Ich habe in den letzten Tagen ja einige Zeit zum Nachdenken gehabt. Ich habe viele falsche Entscheidungen getroffen in den vergangenen Jahren. Aber ich will mich meiner Verantwortung stellen. Und vielleicht kriege ich ja eine zweite Chance? Ich kann dir nichts versprechen. Ich muss jetzt erstmal selber versuchen, mit mir wieder ins Reine zu kommen. Ich wünsche euch Glück. Danke. Können wir gebrauchen. Zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich nicht weiß, was mich erwartet, aber darum habe ich dich ja immer beneidet. Naja, ich kläre mal, wie wir das mit der Rechnung machen. Brauchst du Geld? Ich glaube, dieser wunderbare Urlaub geht aufs Haus. Gruber hat im Moment ganz andere Probleme. Wir würden uns übrigens freuen, wenn du uns besuchen kommst. Mach ich. Komm mal. Vor allem deine Nichte. Wo ist Papa? An der Rezeption. Und du willst wieder weg? Ja. Die Welt ist groß. Du hast dich wirklich nicht verändert. Was meinst du? Schon wieder eine Frau, um die du nicht kämpfst. Ich respektiere Sarifas Entscheidung. Sie will nichts mehr von mir wissen. Von mir aus? Nenn es Respekt. Ich nenne es Feigheit, Dummheit, Angst. Such dir was aus. So, alles geklärt. Das ist Nummer eins. Jetzt bin ich dir nur noch 14 schuldig. Dankeschön. Mach's gut. Was soll das? Ich mache nur meine Arbeit. Das ist nicht deine Arbeit. Wir sind Kollegen, schon vergessen? Ja, oder soll ich Frau Somm sagen, dass wir sie belogen haben? Du bist noch in der Probezeit. Deswegen kann ich dich feuern, wann immer ich will. Nein, damit kommst du nicht durch. Ich will diesen Job und ich werde ihn auch nicht aufgeben. In der Nacht, in der Kai verschwunden ist, da war ich nicht alleine. Ich weiß. Woher? Anna hat's mir erzählt. Ja, aber findest du nicht, dass das einiges verändert? Das wirst du bereuen.
unbedingt. Hey, apa kamu buat? Polis. Herzlich willkommen. Selamat datang. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich auch. Jeder versucht zu überleben. Irgendwie. Komm. Ich war ziemlich überrascht, als du angerufen hast. Sei ehrlich. Du bist nicht zufällig hier. Ich wollte mir Malaysia schon immer mal anschauen. Und ich dachte mir, die Gelegenheit ist günstig. Finde ich gut. Ocean Turtle Resort. Willkommen in meinem Reich. Hast du vielleicht Lust, nachher zur Beachparty zu kommen? Das ist aber was ganz anderes als deine Surfbude von früher. Und das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Du kennst mich. Das ist aber nett von dir. Den hier musst du versuchen. Cheers. Cheers. Oh. Der hier? Oh. Oh. Hörst du das? Oh. Komm, reg dich nicht auf. Das muss aufhören. Tut mir leid, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Ist klar. Du da auf dem Boot? Hi. Du musst Johann sein. Ich bin Tom. Hat Grover dir Bescheid gesagt? Der Boss meint, ich könnte eine Menge von dir lernen. Du musst mir erst mal was beibringen. Ich kenne das Tauchrevier noch nicht. Und mein Malaysisch ist ja unterentwickelt im Vergleich zu deinem Deutsch. Meine Tante spricht immer Deutsch mit mir. Sie hat auf einer deutschen Universität studiert. Aha. Ist alles okay? Ja, der Lungenautomat könnte mal wieder überprüft werden. Das ist echt deutsch, Mann. Lieber deutsch als tot.
Also, hast du Lust? Ich würde gerne mal das Revier abtauchen, bevor ich mit den Gästen rausfahre. Sicher, aber der Boss möchte dich vorher sehen. Gehen wir. Ich will nicht, dass diese Madame meinen Betrieb länger stört. Das ist mir egal, wofür bezahle ich sie? Also, halten Sie mich auf dem Laufenden. Entschuldige. Du hast ja noch einiges vor. Allerdings. Sie können da nicht rein. Ich konnte Sie nicht aufhalten. Never mind. Ich habe gerade mit meinem Anwalt telefoniert. Aber wie ich sehe, bringen Sie mir mein Eigentum freiwillig zurück. Diese Strandpartys müssen aufhören. Während der Brutzeiten haben Sie sich an die behördlichen Auflagen zu halten. Wenn die Partys nicht aufhören, werde ich die Polizei anrufen und Anzeige erstatten. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Wer war das? Eine Öko-Tante, die versucht, mir Ärger zu machen. Vergiss es. Warum ich dich hergebeten habe? Hier ist dein Arbeitsvertrag. Lies ihn dir in Ruhe durch. Brauche ich nicht, darf ich? Perfekt. Ein Mann der schnellen Entschlüsse. Passt in unser Team. Dann haben wir hier links die Boutique. Und hier gegenüber. Schön hier. Tom? Wusstest du das hier? Warum hast du mir nichts gesagt? Ich dachte, du wüsstest, dass sie kommen. Nee. Haben wir nicht gestern drüber gesprochen? Im Auto? Ist ja auch egal. Komm. Tja, herzlich willkommen im Ocean Turtle Resort. Du bist ja groß geworden, aber an mich erinnerst du dich nicht mehr. Naja. Kai? Peter? Schön, dass ihr da seid. Was ist denn los? Das ist mein Bruder, also dein Onkel Thomas. Dein Rumtreiberbruder? Hi, freut mich. Ich bin Sina. Ich hab dann so 15 Geburtstagsgeschenke gut. Der ist ja schreck drauf. Du hast es gewusst, oder? Woher sollte ich? Gruber hat mir nichts gesagt. Und was sollten dann deine ganzen komischen Andeutungen in den letzten Wochen? Alten Ballast abwerfen, Neustart? Das bezog sich auf uns. Unsere Ehe, unsere Familie. Ja, warum hätte ich dir denn verschweigen sollen, dass Tom hier ist? Woher soll ich das wissen? Ich hab's aufgegeben, dich verstehen zu wollen. Wir hatten ein hartes Jahr, aber ab jetzt wird es besser, versprochen. Willst du nicht nachschauen? Bestimmt die Firma.